R-E-W-I-N-F-I-D. Geilo! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Und herzlich willkommen zu dieser kleinen Livestream-Zusammenfassung vom gestrigen Abend. Leute, was soll ich sagen? Es ist so wie immer. Gestern Abend gab es mal wieder ein krasses Ereignis. So wie das an jedem Donnerstag ist. Dementsprechend empfehle ich natürlich auch, die Streams nicht zu verpassen. Leute, gestern Abend haben wir es endlich geschafft. Nach Jahren der Ermittlung gefühlt, sind wir in die Mafia-Base eingedrungen. Aber ich würde sagen, wir arbeiten das Ganze erstmal von Anfang an auf und kommen dann später zum absoluten Highlight. Wir sind also zuerst in der Stadt gewesen und haben uns dann mit Masitrix und Earlyboy unterhalten. Beziehungsweise musste ich den beiden erstmal klar machen, was meine neue Rüstung alles so kann. Denen die Waffen erklären und den beiden vor allen Dingen erstmal sagen, dass wir unbedingt ihre Hilfe brauchen. Was zum Teufel, alles klar, gut, das, ja, keine Ahnung, dass wir auf jeden Fall unbedingt ihre Hilfe brauchen. Und ich würde sagen, hier gibt es einen kleinen Ausschnitt von unserer Besprechung zu sehen. Bitteschön. Wir werden jetzt gemeinsam zuschlagen, okay? Wir werden gemeinsam zuschlagen, Tobi da rausholen. Wen soll ich schlagen? Was? Wen soll ich schlagen? Nach Möglichkeit Patrick. Wichtig ist, Patrick darf nicht sterben, er muss hingerichtet werden, damit es alle sehen, damit alle wissen, was mit Verbrechern passiert. Patrick ist der Chef dieses verdammten Kartells. Wir müssen hingehen und äußerst vorsichtig sein, okay? Ich weiß nicht genau, was es dort alles an Fallen hat. Ich habe keine Ahnung. Aber. Okay. Aber. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können, okay? Wir sind alle gut ausgestattet. Wir kriegen das hin. Wichtig ist, dass Tobi und Patrick beide überleben. Wir müssen Patrick lebendig haben und ihn dann einsperren. Warum willst du ihn nicht einfach töten, wenn er schon die ganze Zeit so Blödsinn anstellt? Pass auf, das Problem ist, wenn ich Petre töte, fehlt es ein Druckmittel. Stell dir vor, Petre ist jetzt alleine in der Base. Was machen wir dann? Richtig. Wir haben den Kopf der Hydra abgeschlagen, aber was passiert? Es wachsen 3 neue Köpfe nach. Und mit diesen 3 neuen Köpfen meine ich die anderen, die in der Mafia teilhaben. Das heißt, wer ist überhaupt der andere Teil? Richtig, und der Mafia? Das wissen wir nicht. Ich weiß nur, dass es verdammt viele Leute sind, die sich der Mafia angeschlossen haben. Klingt irgendwie einleuchtend. Und wir dürfen auf keinen Fall, hört mir zu, auch wenn wir jetzt gleich da reingehen und etwas zerstören, es darf nicht zu viel kaputt gemacht werden, hört mir zu. Wir müssen Beweise sichern, Dinge sammeln, wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir triftige Beweise aufnehmen können. Ich meine letztendlich, klar, der Mafia ist in eine Menge Taten zuzuschreiben. Sie haben Mordanschläge verübt, sie bauen illegale Gewächse an, sie handeln eventuell mit Waffen und Drogen und Frauen, wer weiß das schon, aber wir brauchen diese triftigen Beweise. Ist das klar soweit? Ja, klar soweit. Okay, Masi, pass auf. Ihr habt gerade gesehen, Leute, relativ easy, wir haben einfach darüber gesprochen. Ich habe den beiden kurz erklärt, wie das Prinzip der Mafia ist. Ich habe auch erklärt, warum wir Patrick nicht einfach töten dürfen. Denn sollten wir Patrick töten, meine Freunde, schlagen wir quasi der Hydra nur einen Kopf ab und 3 weitere wachsen nach. Dementsprechend haben wir uns darauf festgelegt, dass wir Patrick festnehmen werden und möglichst viele Beweise in der Mafia-Basis sammeln. Wir sind nur noch gleich losgelaufen, meine Freunde, und haben uns natürlich direkt auf den Weg gemacht zu den Koordinaten, die Zinus mir über Tobis Nachricht quasi gegeben hat. Und sind dann direkt angekommen und ich würde sagen, ihr könnt euch mal ganz kurz anschauen, wie überhaupt der Eingang dieser Mafia-Zentrale gewesen ist. Hier seht ihr es. Okay, wartet mal, jetzt habe ich die Koordinaten verloren. Wo war das? Okay, warte. Das Ding hier hinten. Was meinst du, Early Boy? Das da drüben. Da steht mein Luftschiff! Die Idioten, er hatte recht. Ach du, sie haben es direkt dort geparkt. Okay, pass auf, Masitrix. Da hier das Luftschiff steht, postier dich hier irgendwo draußen, okay? Wir beide gehen rein. Postier dich hier draußen? Jetzt muss ich die ganze Zeit da draußen bleiben. Ja, du musst ihn abfangen. Oder willst du mit reingehen mit der Sniper? Natürlich will ich mit reingehen. Du musst aber auch genauso schnell wieder oben sein, Masitrix. Ich lauf einfach hinterher. Okay, warte mal, die Koordinaten. Wie kann ich denn überhaupt zielen? Wo habe ich denn jetzt mein Schwert? Oh Gott, ich habe mein Schwert liegen lassen. Hier liegt es. Okay, pass mal auf, warte. Ich komme mit und bin hinten und schieße von hinten, wenn was passieren sollte. Die Koordinaten leiten ins Wasser. Das... Hä? Aber hier ist doch nichts. Ich glaube, ich habe Patrick sein Pferd gefunden. Ein goldenes Pferd. Und das Schiff steht auch hier. Aber hier ist doch nichts, oder? Das ist schnell. Ich meine, seht ihr hier irgendwo was? Was? Hä, wo bist denn du? Nee. Hier im Wasser oder was? Hier geht's runter! Oh mein Gott, da geht's tatsächlich nach unten. Wartet. Wartet, bis es komplett dunkel ist. Ihr habt gerade gesehen, Leute, da würde eigentlich ein normaler Mensch keine Basis oder sowas vermuten. Aber an dieser Stelle haben wir natürlich dann einfach mal durchgezogen. Ich muss mal ganz kurz hier in die Skelette kommen. Hier, jetzt 2 Bobos hier. Weg mit euch. So, Leute, ihr habt gesehen, wie gesagt, wir sind dann einfach rein und jetzt kommt der krasse Teil, meine Freunde. Wir haben es wirklich geschafft. Wir sind in die Basis eingedrungen und dann hat sich komplett einfach alles überschlagen. Und es ist total eskaliert und alles super, super unkontrolliert abgelaufen. Ich würde sagen, hier könnt ihr ganz kurz den Ausschnitt sehen. Ruhe, Masi, wo bist du? Ich bin am Runterlaufen. Okay. Ganz vorsichtig. Hier unten war ich, glaube ich, schon mal. Komm mit. Für unsere Stadt, verdammt nochmal. Alles, was jetzt passiert, geschieht im Namen der Stadt, okay? Hier geht's nicht weiter. Ruhe, nicht. Hör auf. Ich hab Hunger! Warte. Mann, kann man noch nicht mal einen Snack essen? Das muss hier vorne irgendwo sein. Psst.
Ruhe, Ruhe, Ruhe. Hier vorne, hier vorne. Hier. Komm mit, mit. Psst, psst, psst. Drauf drücken. Wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Nicht. Hey, da hinten hat er etwas gefunden. Was ist denn? Komm mal her. Was ist denn? Du Knödel. Schau dir das dort unten mal an. Nicht so laut, nicht so laut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hast du das gesehen? Psst, psst. Was hast du entdeckt? Was hast du entdeckt? Schau mal da. Was zum. Wir sollten, glaube ich, da rein. Ich weiß nicht. Kommt mal mit. Sicher, okay. Dass das hier richtig ist? Warte mal, halt mal weiter auf. Warte, ich halt auf. Jetzt mach zu. Lass uns nicht verarschen. Psst. Also jetzt komm auch rein. Ja, das ist das Lager der Mafia. Das. Psst. Okay, wir sind da. Bereit. Ich kann nicht zielen. Kommt mit. Revi. Psst. Ach du heilige Scheibe. Was zum. Ich erinnere mich. Wir waren hier unten. Wisst ihr das noch? Das Vergessensserum. Oh. Was? Weißt du gar nichts. Ja, du warst auch nicht dabei, du Idiot. Aber das ist ja unglaublich schön. Verdammt nochmal, was haben. Da vorne ist der! Da vorne steht er um die Ecke. Okay, wir müssen uns taktisch positionieren. Kommandozentrale steht da vorne. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ich glaube nicht. Ich habe ihn genau in die Augen geschaut. Wir müssen gucken, wo er sich versteckt. Warte. Wie kann man zielen, Revi? Da. Oh Gott, das ist nur eine Statue. Kommt mit. Er will mir nicht antworten. Psst, wir sind doch gerade mittendrin. Ich kann dir doch nicht jetzt die Waffe erklären. Mit Rechtsklick, verdammt nochmal. Aktuelle Mission. Da vorne sind Beweise. Ruhe. Oh. Psst. Ach du heiliger Klimmelklammel. Ich glaube, da vorne sind die auf jeden Fall. Aktuelle Mission. Giftspritze steht da. Warte. Komm mit. Rechte Seite im rechten Raum. Da vorne. Er hat uns gesehen. Hat er uns gesehen? Ja. Zugriff! Zugriff! Okay. Zugriff! Patrick! Was? Da ist keine Ahnung, wer das ist. Zugriff! Wo sind die? Zugriff, Patrick! Bleib stehen! Ey, er schlägt mich! Niemand. Ich seh nichts wegen dem Rauch! Ja, Patrick, bleib stehen! Patrick, antworte! Schieß auf ihn! Oh Gott, schieß ihn ab! Stehen bleiben, verdammt nochmal, Patrick! Bleib stehen! Wo ist der? Was zum Teufel? Mann, ich. Zurückziehen! Was zum Teufel? Ich. Schieß ihn ab! Oh mein Gott, pass auf! Er flieht! Okay. Hier ist jemand! Wer ist das? Ich werde die Bazooka nutzen! Er kann nicht auf die Treppe! Die Treppe ist kaputt! Au! Vorsichtig! Aua, ich verbrenne! Au! Vorsichtig! Oh, verdammt nochmal! Achtung! Verdammt nochmal, ich. Ich hab ihn getroffen. Wo ist der? Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist der? Er ist da oben! Hinterher! Ich muss eine weitere Bazooka laden! Revi, bist du das? Revi! Weg da! Patrick, was machst du? Patrick, bleib sofort stehen! Bleib stehen, Patrick! Wo bist du? Patrick, wir haben dich umzingelt! Bleib stehen! Patrick, haltet ihn! Das Wasser hält mich auf! Ganz ruhig! Patrick, bleib stehen und wir töten dich! Patrick, komm sofort zurück! Mann! Nein, ihr habt mich verfehlt! Patrick, bleib stehen! Patrick! Verdammt nochmal, ich. Patrick, mach sie jetzt, die Sniper! Er fliegt mit dem Luftschiff! Patrick! Komm zurück! Ich kann das Luftschiff nicht. Verdammt nochmal! Ich hab keine Bazooka mehr, verdammt nochmal! Nein! Patrick! Oh. Was zum. Ich kann halt nichts machen! Er steht ist da oben gelandet? Noch. Ich. Was zum. Ich kann ihn nicht treffen! Wo ist er denn? Wow, ich bin hier in dem Luftschiff und ich komme nicht wieder raus! Early Boy, verfolg ihn, Early Boy! Oh, ich bin wieder raus, zum Glück. Wir müssen zurück in die Basis, wir müssen gucken, wo die anderen sind. Patrick kann nicht der Einzige gewesen sein. Ich glaube, ich habe eben Tobis Stimme unten gehört. Okay, rein. In die Basis zurück. Seid vorsichtig, da sind bestimmt noch die anderen. Nehmt eure Schwerter raus. Ihr habt es gerade gesehen, Leute. Patrick ist dann leider Gottes entkommen, dieser dreckige. Er hat es geschafft, sich irgendwie abzusetzen, ist später nochmal in die Basis zurückgekommen. Wir haben Patrick dann sogar in einer heißen Verfolgungsjagd nochmal K.O. gehauen. Keine Ahnung, wo sich Patrick im Moment befindet. Er hat sich irgendwo außerhalb einen Unterschlupf wahrscheinlich gesucht oder sowas. Aber Leute, wir haben einen guten Plan, wie wir die Mafia-Basis jetzt endlich für uns nutzen können. Und vor allen Dingen, wie wir hingehen können und der Mafia sämtliche Mittel wegnehmen können. Und ich würde sagen, schaut euch einfach mal an, was Tobi und ich uns da ausgedacht haben. Wir gehen hin.
bilden zuerst das Team aus. Ich brauche 3 gute Männer und verdammt viele Waffen. Wir brauchen Nachtsichtgeräte, wir brauchen alles. Wir brauchen Fahrzeuge, wir brauchen einen Gefangenentransporter. All das muss vorbereitet werden. Wir brauchen eventuell, wir müssen C4 haben. Wir brauchen dieses Ding, womit wir dann die Türen öffnen können. Und wenn wir das alles haben, wenn unsere Männer ausgebildet sind, wir soweit sind, schlagen wir zu. Sie werden zurückkehren. Sie werden mehrfach zurückkehren. Sie werden versuchen, das ganze Gold, das kann man nicht in einem Transport mitnehmen. Und diese ganzen Pflanzen und ihre Reichtümer, weiß ich, was da noch alles ist. Die werden zurückkommen. Okay. Und wir werden diesen Laden komplett umkrempeln. Wir werden da komplett durchsuchen. Wir werden durchsuchen, festnehmen und Beweise sichern. So viele, wie wir können, okay? Aber zu zweit können wir das nicht machen. Und ich meine, Masiatrix und Early Boy, keine große Hilfe, oder? Die denken eher nur ans Essen. Also ich habe jetzt stichpunktartig aufgeschrieben, 3 gute Männer ausbilden und stark bewaffnete Männer mit starken Sprengladungen und Fahrzeugen. Gut, pass auf, Tobi. Lass uns direkt an die Ausschreibung gehen. Wir sollten direkt am Wochenende eventuell beginnen, dass wir lass uns ein Elite-Camp bilden. Ein Elite-Camp für verdammt gute Einheiten. Ja Leute, so easy ist das. Wir werden auf jeden Fall jetzt hingehen, ein Ausbildungscamp errichten und eine riesige Truppe quasi erbauen, die letztendlich mit uns dann quasi dieses Ding einmal komplett auseinandernehmen. Wir werden diese geheime Tür öffnen, die wir nicht öffnen konnten, wo die ganzen Geldreserven der Mafia hinter sind und so weiter und so fort. Also wir werden uns jetzt auf jeden Fall daran machen, sämtliche Beweise daraus tun aus diesem Haus. Wir werden uns ranmachen, die Mafia komplett auseinanderzunehmen, ihnen sämtliche Geld, Waffen und Drogenmittel wegzunehmen, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich weiter auszubreiten, weiter zu expandieren. Und dementsprechend werden wir damit ordentlicher Ermittlungsarbeit die Leute festsetzen und nacheinander alle wegsperren. Das ist der Plan, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen heiß hergehen. Patton hat schon angedroht, dass er auf jeden Fall jetzt in der Stadt Vergeltungsmaßnahmen wegen diesem Angriff auf seine Basis plant. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, wie das Ganze dann ausgeht, Leute. Ich bedanke mich echt fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr gerne mal bei meinen Twitch-Videos vorbeischaut. Heute Abend gibt es um 19.30 Uhr wieder einen Twitch-Stream, meine Freunde. Heute Abend wird nochmal ein bisschen was gezockt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da am Start seid. Und das war's von diesem wunderschönen Video von Minecraft Empire. Wir sehen uns heute Abend um 19.30 Uhr bei einem weiteren Video. Und natürlich um 19.30 Uhr heute Abend beim Freitag auf Twitch. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.